Hallo und herzlich willkommen zu Takeshis Castle. Ne, Ghost of Tsushima, aber ich bin immer noch sauer. Ich war mir ziemlich sicher, dass wir hier. Ja, was bekommen täten? Also ein Schlüssel, aber wir wurden beschissen. Keinen Schlüssel gekriegt. Glaube ich. Habe ich jedenfalls nicht aktiv mitgekriegt. Vogel? Kein Vogel. Mich jemand? Junge, einmal nicht. Ja. Hör auf zu jammern. Hast du einen Schlüssel? Sonst kannst du hier am Arsch lecken. Stillhalten. Welche Erleichterung. Habt Dank, Fürst Sakai. Bringt euch in Sicherheit. Seid vorsichtig. Ihr ehrt mich, wenn ihr dies annehmt. Nimm mich an. Zwei. Ah, gut. Kann ich jetzt? Nö. Gut, dann jetzt. Was haben wir denn hier, Leckret? Ja, Meister des Ketten. Bis zu drei nahe Ziele in schneller Reihenfolge. Komm. Wenn ich schnell bin und präzise, drei zugleich töte, habe ich eine Chance. Auch so, aber ist vielleicht ganz witzig. Drei Stück einfach so mal wegschnubbeln, ne? Kommodor. Hier könnten die Banditen sein. Bruder! Diese Hunde töteten Sakis Familie. Bitte nicht töten! Ich habe keine Schuld! Du entkommst mir nicht! Lasst ihm keinen Ausweg! Runter! Runter!
Seht ihr, was ich meine? Ich brauche keine anderen Haltungen, weil ich die meisten Angriffe blocken kann. Nur halt bei den Fetten, ne? Die haben dann noch Angriffe, die rot sind, die ich nicht blocken kann. Oder parieren, besser gesagt. Ist ja nicht blocken, ist ja parieren. Guten Tag. Mein Herr, lasst ihr mich gehen? Ja, sicher. Das. Wenn ihr mir die Wahrheit sagt, worüber haben diese Männer... So ein armes Mädchen. Sie war in Haruo verliebt. Er hatte das Sagen. Sie verriet ihm, wo ihre Familie ihren Reis versteckt. Mhm. War ihr Name Saki? Ja, Saki. Sie dachte, Haruo würde dasselbe empfinden. Stattdessen tötete er ihre Familie, nahm den Reis und ließ sie im Regen stehen. Und ich war das Instrument ihrer Rache. Verschwindet! Ich werde ein Wörtchen mit Saki reden. Meinst du? Ein Sturm zieht auf. So. Eine große Stadt. Paar Banditen. Aber ansonsten nicht viel. Lololo. Vorräte. Häusern ist meistens nix. Überall hier so Schleichdinger. Ey. Die Stadt erinnert mich an die Anfangsstadt. Sind wir hier am Anfang durch die Stadt? Waschtasch. Guck an. Bambus. Leck mich an Arsch. L1, L1 Quadrat, L1, X, L1, X. Boah, leck mich. Scheiße. Mal wieder ein bisschen Entschlossenheit. Gut. Ja, große Stadt. Habe ich jetzt irgendwie wenig Bock drauf, die ganze Stadt hier zu durchwühlen. Obwohl das natürlich Sinn machen täte, ne? Da zieht auch noch ein Gewitter auf. Ich glaube, das ist die Stadt vom Anfang, ne? Da kam ich doch von da oben runter. Ah ja, Jonas Haus. Stimmt. Hier hat sie uns gesund gepflegt. Hier sind wir durch den Bach gelatscht. Hier haben wir unser Schwert gekriegt. Ja. Ich erinnere mich.
Cool, 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 cool. Schön. Beziehungsweise nicht schön, ne? Was, wie die hier geaßt haben, ne? Aufzeichnung. Ich bin so dankbar, dass du nicht da warst, als sie kamen. Zuerst waren es nur ein, zwei Schiffe in weiter Ferne. Wir dachten, sie seien Händler aus Geroyo. Dann sahen wir sie genauer, Piraten. Aber dann erschienen tausende von ihnen und ankerten kurz vor der Küste. Wie leise Oni, die uns von den Wellen aus beobachten. Noch nie habe ich eine Angst gespürt, die so stark ist, dass man sie schmecken kann. Ich hoffe, du bist in Sicherheit und dass ich dich eines Tages wieder im Arm halten kann. Jo, jo, das. Ne, also versteht ihr, was ich meine? Ne? Ich kann die Angriffe von den Schwertkämpfern, die kann ich parieren. Ich kann die Angriffe von den Schildträgern parieren. Ich kann die Angriffe von den Speerträgern parieren. Nur halt von den dicken Klötzen, ne? Wenn die da ihren Mega-Angriff machen. Das ist das Einzige, was ich nicht parieren kann. Beschmierte Legendenerzähler, ne? Warum die so inflationär hier platziert sind, das verstehe ich nicht, weißt du? Die können doch hier irgendwo... Ja, der ist gar nicht da. Der Kamerad. Der ist gar nicht da. Kann kacken oder so. Naja, naja. Naja, naja. So, wo möchtest du? Du möchtest jetzt wieder einfach quer zurück. Du hast so einen Vogel, Alter. Du hast so einen Vogel. Au, Blitz. Hier bin ich. Ich
Ich werde dein Schwert gut nutzen, wenn du tot bist. Schon eine Scheiße. Hat der mich genannt. Vorsichtig! Jetzt stirbst du! So nice, ne? Mit dem Himmelsschlag. Habe ich mir auch damals hart verdient. La 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 la. Hör ich da ein Füchschen? Ich höre ein Füchschen. Hallo, Inari. Ja, klar, komm. Endlich mal. Ah, ein Vogel auch noch. Ah, Vogel muss jetzt warten, ich habe jetzt Fuchs. Ein neuen Talisman freigeschaltet. Perfekt. Ja, toll. Ja. Zeig her. So. Was buttern wir dann da rein? Geistwachen vor Sandsalz. Nicht schlecht. Angefangen, nö. Einlegung, nö. Verhängersämtlichen Schaden, nö. Nö. Mittlere Höhe, der ist nicht schlecht. Gegner töten, stellt ein. Wo war das? Mittlere Erhöhung der Gesundheit. Geistwaffen. Talisman-Sammler. Trophäe erhalten. Das finde ich besser. Weil Gesundheit ist, glaube ich, hoch genug. Vor allem, wenn man den Anspruch hat, sauber zu kämpfen. Und ja, überhaupt gar nicht verletzt zu werden, ne? Deswegen, wenn ich mal irgendwann tödlich spielen will, dann muss ich mich sowieso. Ich glaube, da ist scheißegal, ne? Also, egal wie hoch deine Gesundheit ist, vollkommen Latte, ein Schwerthieb und du bist platt. Das ist natürlich dann nicht so prickelnd, ne? Sehr schön. Dank dir, Vogel. Schreiben wir auch noch ein Haiku. Oh, ist das geil. Über Frieden sinnieren. Verborgene Pause. Der Brise folgend. Wacht über alle. Ich glaube, wir nehmen die verborgene Pause. Reinigt sachte und erfrischt.
verborgene Pause. Reinigt sachte und erfrischt. Ein neuer Beginn. Ich glaube, das war jetzt die schönste Location. Wunderbar, ne? Alter, wie geil das aussieht. Wie geil das einfach aussieht. Wunderschön. Und ist noch nicht mal hier, weißt du, so Next Gen oder sonst was. So, Licht vorbei, alles klar. Gut, so, dann. Boah, leck mich an Arsch. 40 Meter. Ja, 40 Meter auf anderen Seite da. Kein Schildflügel, kein gar nichts. Kaikus Felle. Der Baum, der sieht so angefressen aus, weiß, als wenn ich da dran könnte, aber ich weiß nicht. Nee, kann ich nicht. Toll, der hat doch gleich hier gespawnt. Das ist so schön, da kann ich einfach nicht vorbeigehen, weißt du? Was ist er denn jetzt? War doch gerade hier. Da. Alles klar, alles klar. Ach so, ja, schön. Alles klar. Komplett falsch gemacht. Da vorne ist der Anfang. Kann ich von hier einfach mal so ins Wasser plumpsen? Nein.
Ah, hier, da ist so ein Wasserfall. Das muss doch gehen. Sauber. Hier beginnt der Pfad. Mitsu no Kami. Vom Kami des Wassers. Okay. Oh. Es gibt doch Feedback. Es gibt doch Feedback, wenn man sowas macht. Oder, ja, weiß ich nicht. Bei den anderen ist mir das Feedback nicht aufgefallen. Fängst mir doch jetzt nicht an wie Aloy, ne? Was ist das für eine Kugel? Die holen wir uns später, weil die ist ja unten da im Wasser. Da komme ich auch so dran. Warum hast du das gemacht? Junge? Schön das aussieht, ne? Hammer. Der Hammer. Schönster Haiku-Spot und schönster Schrein-Spot. Talisman von Mitsu no Kami. Talisman des Wasserkamis. Was ist das? Paraden, perfekte Paraden und perfektes Ausweichen sind leichter auszuführen. Cool. Cool. Macht aber enorm viel leichter dann, ne? Was habe ich denn hier? Gewährt mehr Vorräte. Okay. Gegner zu töten, stellt eine mittlere Menge Gesundheit wieder her. Ich glaube, ich lasse noch ein bisschen die Vorräte und Raubtierfälle, weil wir noch nicht wirklich am Ende sind.
Aber der sollte im Hinterkopf drin bleiben mit den perfekten Paraden. Hoi. Eine harte Landung, aber nützlich. Richtig. Nützlich ist die harte Landung. So, und dann war da noch eine Insel mit einem fetten Ball. Und Vorräten drauf. Der ist gut, der Talisman, ne? Paraden, perfekte Paraden. Der turnt schon. Fetten Ball hier. Ein wunderschöner Spot. Irgendwann machen wir einen friedlichen. Haben wir doch gerade einen friedlichen Ausritt gemacht. Gespannt, ob wir noch die Queste abgeben können oder für 12 Mal von irgendwelchen Wegelagerern aufgehalten werden. Ja, zeigt mir, was ihr könnt. Gerade erwähnt. Leck mich fett. Paraden, perfekte Paraden und hast du nicht gesehen. Mann! Tja, aber so ist das Game, ne? Oh. Der Wind weht hier, ne? Hier komme ich schon mal nicht runter. Komme ich schon, aber. Hier bin ich. Yumi geht Samurai. Vielen Dank. Wie er läuft hier mit dem Teil, ne? Stahl hatten sie. Ah, komm, wir gehen. Wir sehen erstmal zu, dass wir wieder auf normal Null kommen. Ich sag doch, weinende Frauen, ne? Kannst du nicht trauen.
Sind wir noch im Heulen? Was geht hier vor sich? Eine seltsame Tragödie, mein Herr. Seltsame Tragödie, erzähl. Gebt auf euch acht, Zucky, mein Herr. Sie hat sich im Fluss ertränkt. Wie ich es verstanden habe, fühlte sie sich schuldig am Tod ihrer Familie. Sie wurde von den Banditen manipuliert, auf die ihr traft. Ich habe sie unschädlich gemacht. Danke, mein Herr. Vielleicht hat das alles doch etwas Gutes. Die lachenden Banditen. Ja, da lacht jetzt keiner mehr irgendwie, ne? Zucky lacht nicht. Banditen lachen nicht. Keiner lacht. Talisman der Prügelei. Was kann der denn? Mittlere Erhöhung des Taumels. Ach komm. Geh mir weg. Gut. Haben wir das. Ja. Ach, guck an. Trollabulla hier hinten. Na, die müsste ich eigentlich. Der Frieden einer Mutter. Die Masako-Geschichte. Ja, da müssten wir hin. Müssten wir hin. Da hab ich auf jeden Fall Bock drauf. Naja, boah, Alter, wie viel hier noch unentdeckt ist, ne? Deswegen, das sieht so wenig aus, aber das ist schon hier noch ein dicker Klotz. Das ist bestimmt noch irgendwas hier drin. Bestimmt. Sonst wäre das nicht so. Na, was ist das hier? Bogenmacherin. Haben wir endlich dieses Lingustenholz gefunden, wa? Was ist das hier? Auch Bogenmacherin. Ja, gut. Dann auf. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist Kage mit seinem Djinn. Blöde Viecher, wirklich. Blöde Viecher. Reiten wir denn hin? So, hier lang, ne? Also ja. Hier ist der geile Spot. Straßensteine scheinen ja echt Mangelware zu sein. Ne? Aha, eine Straße. Thank you.
Ach komm. Jungens. Seid ihr so feige? Ihr hockt hier in den Wäldern. Da müsste man euch eigentlich mal hier. Alles klar. Hilfe! Ja, bitte. Alles wird wieder gut. Nur nicht rumschreien, bitte. Es tut mir in den Ohren weh. Ich dachte, ich sterbe hier, mein Herr. Sie schinden uns wie Sklaven und lassen uns hungern. Ihr seid jetzt sicher. Habt ihr Freunde, die euch helfen können? Ich wurde in Zuzu von meiner Familie getrennt. Ich wollte sie auf dem Weg zum Fischerdorf Ohama wieder einholen, doch am Straßenrand lagerten Mongolen. Ihren Pferden entkommt man nicht. Ich säubere diese Straße. Seid vorsichtig und meidet die Hauptwege. Hat sie, glaube ich, gemacht. Deswegen finden wir sie hier mitten im Busch. Was ist das denn da? Ach. Ignorieren wir. Ignorieren wir, Kacke. Ignorieren wir. Wir wollen zum Mütterchen und dann ist das gut. Na gut, das ist schwierig zu ignorieren. Das ist schwierig zu ignorieren. Ja, gut. Gut. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, in der nächsten Folge nehmen wir hier dieses Lager auseinander. Es ist uns nämlich im Weg. Wir müssen einmal quer hier hoch in den Nordosten, ne? Nee, Nordwesten. Nordwesten. Und ja, die Leute hier sind im Weg. Bye, bye.